Hallo, es gibt schon so viele Beauty-Videos, ich weiß. Und ich habe aber trotzdem Lust gehabt, auch eines zu machen, auch wenn ich mich jetzt wirklich nicht so gut auskenne. Also ich muss sagen, das sind die ganzen Mädchen und Frauen, die um einiges jünger sind, schon um einiges besser drauf mit ihrem Wissen. Aber ich habe viel von ihnen gelernt und ich habe jetzt auch ein paar Favoriten für mich entdeckt, die vor allem speziell jetzt für den Sommer passen. Und zwar gleich mal das, was ich auf den Lippen trage. Übrigens, ich fühle mich immer noch komisch, wenn ich Lippenstift trage. Ich weiß nicht, geht euch auch so? Ich bin jetzt ja wirklich schon alt genug, aber wenn ich Lippenstift trage, dann denke ich mir, wirklich? So soll ich jetzt aus dem Haus gehen? Aber ich finde es auch irgendwie wieder schön. Es macht so einen Farbakzent. Es setzt einen Farbakzent. Vor allem diese hier haben es mir jetzt letzte Zeit angetan. Die sind von Maybelline, Vivid Matte Liquid. Es ist wie gesagt eben ein... Irgendwie will er nicht scharf stellen. So. Ein flüssiger Lippenstift ist hier mit so einem Applikator zum Auftragen. Und ich glaube, man kann schon sehen, die Farben, die sind ziemlich intensiv. Also ich habe inzwischen Electric Pink. Dann habe ich noch einen etwas dezenteren Ton, das ist Nude Flush. Und dann noch wieder etwas weniger dezentes, Rebel Red. Rebel Red, das muss man so aussprechen, damit es richtig rebellisch rüberkommt. Und das, ich bin ja wie gesagt jetzt ein Profi im Lippenstift auftragen und generell. Und das lässt sich aber ziemlich leicht auftragen, obwohl die Farbe so intensiv ist und sich jetzt von der eigentlichen Lippenfarbe schon sehr abhebt. Es macht auch keine, kennt ihr das, wenn dann innen noch so hautfarbene Ränder sind? Und das ist bei dem jetzt nicht der Fall, was aber so bei manch anderen, vor allem roten Lippenstift bei mir schon der Fall war und ich kriege das irgendwie nicht weg. Die Haltbarkeit ist so... geht so, also wenn man was gegessen hat oder wenn man es getrunken hat, dann ist die Farbe eigentlich schon zur Hälfte weg, dann muss man es halt wieder raufgeben. Aber sonst ein echt sehr leichter, sommerlicher Ton, man spürt auf den Lippen jetzt auch nicht wirklich was und ist wirklich knallig und ich finde ein fröhlicher Sommerton. Weiter geht's mit einem nächsten Lippenprodukt, und zwar ist das von Essence, der Lippenstift Love Me. Und der ist eher in der dezenten Richtung und lässt sich ebenfalls sehr leicht auftragen und kann auch einfach unterwegs schnell aufgetragen werden, ohne dass man jetzt einen Spiegel hat. Die Haltbarkeit ist wieder so, geht so, aber wie gesagt, ist eigentlich fast wie ein Labello. Schnell drüber und er ist schon wieder drauf. Als nächstes habe ich was für die Augen und zwar ist das zum einen der Look by Bieber. Das ist gar nicht so leicht zum Aussprechen. Ein Eyeshadow in der Farbe Mono Graffiti Nummer 15. Und den trage ich mit so einem schrägen Eyeliner-Pinsel auf und ziehe mir damit sozusagen einen Eyeliner-Strich. Weil mit einem richtigen Eyeliner kann ich das nicht. Und ich habe jetzt für mich entdeckt, dass man das auch mit Lidschatten machen kann. Tada! Außerdem mag ich gern diese Creme-Lidschatten, weil die schmiert man sich im Prinzip einfach nur aufs Oberlid und muss da, glaube ich, nicht viel können. Und außerdem eignet sich das jetzt auch als Primer. Der ist von H&M und hat den Namen Daphne Truffle oder so irgendwie. Ist auch wieder so ein Taupe-Ton. Ja. Also wenn ich jetzt schon bei den Lippen so mutig geworden bin mit Pink, aber bei den Augen, da bleibe ich eher bei Grau oder bei Brauntönen. Das steht mir doch. Ich habe ein Lippenprodukt vergessen, oh mein Gott. Und zwar ist es der Beautifying Lip Smoother von Catrice. Und der funktioniert im Prinzip wie ein Labello, wenn man jetzt unterwegs ist und den Lippenstift ein bisschen auffrischen will. Eignet er sich ganz gut. Und soll außerdem auch Fältchen mindern oder lindern oder glätten. Für die Wimpern habe ich etwas, was wahrscheinlich viele von euch kennen werden, nämlich den Catrice Glamour Doll Mascara in der Waterproof Version. Und der geht wirklich ganz gut, also lässt sich schnell auftragen und man sieht dann auch gleich was. Das sind meine Erklärungen. Bleiben wir im Gesicht. Das
hätte ich wahrscheinlich als erstes machen sollen, weil es kommt ja auch als erstes aufs Gesicht, nämlich eine Foundation. Und die wurde ja auch ziemlich gehypt auf YouTube. Aber ich finde sie auch ganz gut. Es ist vor allem auch eine etwas leichtere Foundation, jetzt für den Sommer ganz gut. Man kennt es eh schon, man kann sie da aufmachen, da ist auch ein Spiegel drinnen. Dann so ein Schwämmchen oder man macht es halt mit dem Beauty Blender. Da drinnen ist es in dieser Foundation getränkte Schwämmchen und ihr kennt sich aus. Das tupft man sich dann eben aufs Gesicht. Ist auch ganz praktisch so zum Mitnehmen und es kann auch nichts ausrinnen. Um dem Ganzen noch ein bisschen einen matten Ton zu geben, mag ich die Puder von Look by Biba. Ha, jetzt habe ich es. Auch gerne, und zwar das ist Soft Touch. Ist auch ein Compact Make-up mit der Nummer 11 Ivory, aber ich habe eine recht helle Haut, also ich weiß nicht, ob das jedem passt, vor allem mit dem Sommer. Das ist einfach ganz normal eben dann zum drüber pinseln. Und das ist ziemlich neu, das ist glaube ich direkt extra für den Sommer. Mega Stay Compact Powder in der Nummer 3 Golden Fawn. Ich weiß gar nicht, ob es andere Farbtöne noch gibt. Ich habe in dem Biba, wo ich war, habe ich keine andere gesehen, aber für mich passt das ganz gut. Und das mattiert eben oder es kann auch als Primer verwendet werden. Und ja, ich mag das eigentlich ganz gern. Manchmal mache ich im Sommer einfach nur Puder drauf. Verrückt. Und das ist mir dann lieber, als wenn man so schwitzt und man hat dann noch tausend Sachen im Gesicht. Die Nägel, die wollen ja auch schön ausschauen im Sommer. Ich mag gern die Essence de Gel Nail Polishes, Nagellacke also. Und vor allem die zwei Farben. Das ist die Nummer 68 Free Hugs und dann noch die Nummer 44 On Air. Diese Farbe ist ein ziemlich gutes Dupe zu einem Essie Nagellack, der ungefähr die gleiche Farbe hat. Und das mag ich vor allem auch ganz gern, wenn man es jetzt nicht so präzise auftragen muss oder wenn es jetzt schon ein bisschen runtergesplittert ist, dann merkt man das auch nicht so schlimm, weil es halt einfach dem Nagel ein bisschen ein funkelndes Aussehen gibt. Und auch die Haare wollen schön sein im Sommer. Flechtfrisuren sind ja immer super praktisch, super praktisch. Jetzt habe ich es. Und ich trage zum Beispiel gerade eine. Ich bin da ziemlich unbegabt. Vor allem sind auch meine Haare nicht besonders griffig und jetzt habe ich mir mal das gekauft von Got To Be, nennt sich Vorspiel. Und das soll, wie gesagt, für mehr Griffigkeit sorgen und das gibt man entweder ins feuchte Haar oder man gibt es ins trockene Haar und dann geht das Flechten ein wenig leichter. Meine Haare sind außerdem sehr trocken. Da hilft, soll mir helfen, von Fructis, dies Wunderbutter-Ding. Ist auch relativ neu und ist im nassen Haar zum Ausspülen anwendbar oder im feuchten Haar, wenn man es durchkämmen muss oder überhaupt im trockenen Haar, wenn man irgendwie denkt, man braucht da jetzt irgendeine Feuchtigkeit oder was auch immer im Haar. Es hat drei Öle, Macadamia, Jojoba und Mandel und ist ohne Parabene. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es auch ohne Silikone ist, weil normalerweise schaue ich da schon drauf, aber vor allem im Sommer sind meine Haare oft so verknotet, dass ich sie mir sonst büschelweise ausreißen müsste und da brauche ich irgendwie was Stärkeres. Also ihr habt einen guten Tipp für etwas ohne Silikone, ohne Parabene, ohne alles, was trotzdem so gut hilft. Da fährt schon wieder ein Auto vorbei, das lenkt mich ab. Okay, das waren jetzt eigentlich meine Beauty-Favoriten für den Sommer. Vielleicht hat es den einen oder anderen Tipp da rausgegeben. Und ich wünsche euch einen schönen Sommer, jetzt schon. Aber wir sehen uns sicher nochmal. Und einen schönen Tag, weil heute wird ein warmer Tag. Tschüss!